Die Mütze kennt ihr ja sicherlich schon von den anderen Videos und mit den Ohrenklappen und dem breiten Schirm, Krempe, wie auch immer wie das heißt. Jetzt haben wir noch ein paar andere Sommermützen. Die Saison startet ja jetzt erst gerade. Einmal so eine klassische Mädchenmütze, die so ein bisschen mit Raffung ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht in der Kamera. Ja, leg sie langsam hin. Und dann natürlich das gleiche Modell, nur nicht gerafft für Jungs, den Buben. Genau, und das wollen wir jetzt heute mal machen. Mhm. Kurz und knackig. So, los geht's. Ja, kurz und knackig. Es ist im Endeffekt wie bei der anderen Mütze auch. Zwei Teile, die miteinander verstürzt werden. Ich habe hier einen Deckel, ich habe hier eine Krempe und ich habe hier den Rand. Also eins, zwei Teile. Drei und verstürzen. Und das war es dann auch schon. Das Einzige, wo man hier ein bisschen gucken muss, ist, dass man die Krempe hier sauber an den Hutdeckel bekommt. Und das zeige ich dir jetzt gleich mal an der Nähmaschine, weil es gibt so zwei, drei Tricks. Und dann kriegt ihr das auch hin. Gut, also. Ich habe hier schon mal die Krempe zusammengenäht, rechts auf rechts, und habe hier eine Öffnung für das spätere Wenden. Fürs Umstürzen, okay. Mhm. Weil wir zwei Hüte, also einen Innenhut, einen Außenhut machen. Ja. Mhm. Jetzt habe ich hier in der Mitte einen Zweck gemacht und das runde Hut, die Hutkappe oben habe ich auch hier gezwickt und hier gezwickt, dass wir vier Zwicke haben, die 1, 2, 3, 4 aneinander passen. Das ist genau. Dann hast du mich da eine gute Übersicht und jetzt nähst du so, ups, das war zu schnell für die Kamera. Jetzt fange ich hier an, Zwick auf Naht, ich nähe rechts auf rechts, rechts auf rechts und ich lege mir den Hutdeckel nach unten. Das ist insofern wichtig, weil ich mir den dann besser schieben kann. So, jetzt starte ich auch hier wieder mit einem Zentimeter Naht. Na, so. Normaler Stich, ne? Normaler Stich. Ich verriegel am Anfang und am Ende. So, jetzt muss ich das rund nähen. Es kann auch mal sein, dass es die ein oder andere kleine Falte gibt. Das ist aber nicht so schlimm. Ich kann, wenn ich möchte, mir rein theoretisch hier so ein paar kleine Zwicke reinmachen. Das heißt, dann wird sich meine Krempe noch besser in die Rundung reinlegen. So, und das nähe ich jetzt einmal drumherum fest. Und dann gucke ich auch immer, dass hier meine Zwicke aufeinander passen. Das sehe ich jetzt zum Beispiel. Jetzt muss ich hier diese Weite da reinkriegen. Und das kann ich aber immer schön dann ziehen. Also das ist das Einzige, was so ein bisschen, wo ich drauf achten muss. Der Rest ist wirklich ganz kinderleicht. So, ich nähe jetzt einmal rum und dann geht es gleich weiter. So, ja. Conny, jetzt haben wir hier den Kreis dran genäht, ne? Wendeöffnung. Wenn du möchtest, und also wenn es jetzt die Außenkappe wäre, dann könntest du jetzt hier nochmal eine schöne Ziernaht drumherum machen, wenn du möchtest. Ansonsten bügelst du das jetzt sauber aus. Und dann nähen wir hier, also ich habe jetzt auch schon die Krempe hier rechts auf rechts zusammengenäht und die obere Seite, die kleinere Seite, nähen wir jetzt hier auch wieder rechts auf rechts. Mache ich dann auch wieder mit den Zwicken? Rechts auf rechts, so, genau. Naht auf Naht, Seitennaht auf Seitennaht, und wenn du ganz sicher sein möchtest, kannst du in die Mitte nochmal jeweils einen Zwick machen. So, rechts auf rechts, und das nähe ich jetzt mal schnell durch. Okay. Also jetzt haben wir den Innenhut. Hast du gut gemacht. Was machen wir jetzt? Achso, jetzt müssen wir die beiden zusammen. Wir haben ja einen Innenteil und einen Außenteil. Ja. Ich habe jetzt hier eine Seite von der Krempe mit einem Vlies bebügelt. Ja. Das finde ich ganz schön. Ist so ein bisschen, ne? Genau, ist ein bisschen fester. So, jetzt nehmen wir hier Seitennaht auf Seitennaht, rechts auf rechts. Okay. Und nähen einmal hier komplett drumherum und verstürzen gleich durch diese Wendeöffnung in der Mitte. Okay. Ja, jetzt haben wir hier unseren Hut aneinander genäht, haben ihn verstürzt. Jetzt müssen wir natürlich hier die Wendeöffnung sehr sauber schließen. Und wenn du das ganz sauber schließt und mit zwei verschiedenen Stoffen arbeitest, kannst du den natürlich auch als Wendehut nehmen. Ja, ne? Das ist ganz gut. Kannst du hier zwei Hüte in einen machen. Dann finde ich das immer ganz schön, wenn man die Krempe hier noch ein bisschen absteckt. Ja, weil es Geschmacksfrage. Das ein ja, ist eine Geschmacksfrage. Mhm. Und dann hast du hier einen super coolen Unisex-neutralen Hut. Auch toll für Jungs. Und für Mädchen, lieber Kameramann, gibt es jetzt auch ganz tolle Hosen, Spielhosen, und dann passend dazu das Hütchen. Das sieht natürlich sensationell aus. So könnte die sofort losgehen. Das ist das Modell, also Leon, das ist die Leonie.
Und Leonie ist einfach genauso gearbeitet, nur dass wir vorher dieses Teil hier mit einem Gummi versehen haben. Das ist ein bisschen höher geschnitten und da ist von links ein Gummi reingenäht. Das ist aber im E-Book ganz toll beschrieben, weil das müssen wir jetzt ja kein Video darüber drehen. Und damit hast du dann sozusagen ein Mädchenhut. Das ist alles in einem Schnitt. Gibt es auf zierstoff.de und dann würden wir sagen, viel Spaß beim Nähen.